Okay, sind wir bereit? Alles klar. Ich erkläre euch nochmal die Grundlagen zu den Akkorden, und zwar zu Dur und Moll, wie die aufgebaut sind, und wir machen ein paar Beispiele. Dann könnt ihr das nochmal nachlesen oder nachgucken und dann auch ein paar Beispiele dazu bilden. Also erstmal versuche ich hier einen Violinschlüssel zu malen, und wir fangen an, wie immer in Musik, bei C-Dur. C-Dur, das bedeutet, wir schreiben erstmal den Grundton hin, das wäre ein C, hier mit einer Hilfslinie. Und jetzt schichten wir die Akkorde in Terzen. Ja, wir bilden jetzt erstmal die drei Klänge und schreiben einfach zwei Terzen da oben drüber. Wichtig ist, dass wir immer dazwischen einen Ton freilassen, dann finden wir die Terzen ganz automatisch. C, der nächste Ton wäre D und der übernächste Ton ist dann E. Dann lassen wir wieder einen Ton aus, das wäre das F. Und der übernächste Ton ist G. So, jetzt haben wir den Grunddreiklang schon mal aufgeschrieben. Schreiben nochmal die Töne hinten dran. C, E, G. So, und jetzt, ganz wichtig, geht es um die Abstände. Ich schreibe das gleiche hier nochmal hin. Und setze vor den mittleren Ton ein B. Wie heißt der Ton dann? Das ist dann ein S. C, S, G. So, und das wären jetzt auch beide drei Klänge auf den Ton C, und zwar einmal der C-Dur und einmal der C-Moll. Ja, Unterschied ist einfach nur in der Mitte zu sehen. Ihr müsst allerdings bedenken, dieses B bedeutet nicht immer automatisch Moll. Also wenn ihr jetzt meint, ach ja, Moll ist ganz einfach, dann mache ich einfach vor dem mittleren Ton B, dann habe ich immer Moll. Das stimmt nicht. Beispiel. A-Dur. So, haben wir hier wieder die Terzschichtung. Grundton ist A. Ein Ton überspringen. Nächster Ton ist C. Ein Ton überspringen. Nächster Ton ist E. A, C, E. Hinten das gleiche. So, das hier ist aber nicht A-Dur, sondern das hier. Und das hier ist A-Moll. Und nicht in der Mitte mit einem B. Also da würde diese schablonenhafte Regel nicht funktionieren. So, es geht also um was anderes, nicht nur um Vorzeichen, sondern um die Abstände. Und zwar, wenn wir uns mal den Abstand angucken zwischen C und E und zählen das aus in Halbtonschritten, ja, dann werden wir feststellen, das sind vier Halbtonschritte. Wenn wir vom C einen hochgehen, sind wir beim Cis, beim D, beim Dis und beim E. Vier Halbtonschritte. Schreibt mal hinten dran, 4 Halbton. Und wenn wir vom E zum G zählen, sind es 3 Halbtonschritte. Vom E zum F ist der erste, vom F zum Fis der zweite und vom Fis zum G der dritte. 3 Halbtonschritte. So, und hier sieht es genau umgekehrt aus. Da haben wir unten die 3 Halbtonschritte und oben die 4 Halbtonschritte. Wichtig ist auch außen, der Abstand ist immer gleich. 4 plus 3, 3 plus 4. Ja? So, jetzt kommen wir zu den Intervallen und dann haben wir es eigentlich. Also wir haben nochmal angefangen. Grundton, Terzschichtung und die Abstände. Die hängen mit den Intervallen zusammen. Ja? Und daraus können wir treffsicher unseren Akkord bilden, auf jeden Ton. Wenn wir immer so vorgehen. Erst die Terzschichtung, und die Terzschichtung, die machen wir einfach auf Basis der sogenannten Stammtöne, wenn du mal kurz rüberfilmen kannst, hier auf die Tasten. Die Stammtöne sind hier keine weißen Tasten mehr, aber das sind diese Tasten, das sind die Stammtöne, die sind nicht verändert. Und davon leiten sich dann die anderen Töne ab mit den Vorzeichen. Das heißt, wir schreiben immer erst, danke, die Stammtöne auf. Ja? Ohne irgendwelche Vorzeichen. Und dann bilden wir die Abstände und dann müssen wir eventuell noch Vorzeichen reinschreiben. Und dann haben wir es. Okay, jetzt zu den Intervallen. Dieser Abstand von C nach E mit 4 Halbtonschritten, den nennt man große Terz. Und der Abstand hier oben nennt man kleine Terz. Ja, und beim Moll-Dreiklang ist es genau umgekehrt. Wir haben unten eine kleine Terz und oben eine große Terz. Das ist es. Ja? Das muss man sich merken, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Der Dur-Dreiklang
ist von der Schichtung große Terz unten, kleine Terz oben und der Molldreiklang genau umgekehrt. Und wie bildet man die Terz? Man schreibt einen Ton hin, lässt einen frei, schreibt den nächsten Ton hin und dann rechnet man den Abstand aus, der bei der großen Terz 4 Halbtöne sind und bei der kleinen 3. Fertig. Machen wir noch ein Beispiel. Schreiben wir den Ton H und den Ton B. Ja, was für ein Intervall ist das? Wir haben einen übersprungen, dann den nächsten genommen, ist also eine Terz. Wie groß ist der Abstand von von H zu C? Ist ein Halbton. Von C zu C ist noch ein Halbton. Von C zu D ist noch einer, sind insgesamt 3 Halbtöne. Also wäre es eine kleine Terz. Ja, die große Terz üben wir einfach so, indem wir den oberen Ton mit einem Vorzeichen erhöhen, mit dem Kreuz wird erhöht. Dann haben wir hier 4 Halbtöne und dann ist es eine große Terz. Wichtig aber zu sehen, die Stammtöne sind bei beiden die gleichen. Ja? Immer H und D, das sind die Stammtöne. Und darauf wird dann aufgebaut bzw. verändert mit Kreuz oder B. Ja? Kreuz macht den Ton höher, Halbton, B macht den Ton tiefer. Okay, das war's.